echt, ich bin erst 18. Scheißegal, deine Mom wollte mich gestern nackt sehen. Ja, und ich ficke deinem Junkie-Mann. Fiste sie erst mit dem Finger, dann mit dem ganzen Arm. Jener Tag wird kommen und ich bereite dich nur drauf vor. Als hoffe ich, du leist mir gerade dein Ohr, denn ich mein, der Beste, ja, der war mal Michael Jordan, aber heute heißt er halt LeBron. Also steig ab von deinem Thron und mach mal Platz, du Spaß, denn jetzt ist meine Prime gekommen und Mutterficker, das wurde Zeit. Ja, 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 Tobi Hai hier. Ich beantworte euch jetzt ein paar nicht ganz so interessante Fragen. Was ich von Le Nerd erwarte, ich erwarte nicht wirklich viel. Ich kenne seine alten Sachen, ich kenne seine neuen Sachen. Alles nicht so geil, also ich guck mal, was auf mich zukommt. Ich bin The Nerd, the King is back. Zurück zu den Wurzeln, 2.11. Mastra. Wenn ich das erste Mal von The Nerd gehört habe, ich glaube wie jeder, zu den früheren Rapper-Mittwoch-Zeiten, da war der ein paar Mal am Start. Ja. Ich gegen Tobi Knife. Ob ich denke, dass The Nerd mit der Veränderung der Szene zurechtkommt. Ich meine, wird man sehen. Manche können es nicht von den alten Zeiten. Er hatte genug Zeit, um was zu schreiben, also hoffe ich, da kommt was, aber mal gucken. Ihr kennt mich, wer ist Tobi? Also ich finde auf jeden Fall die beste Leistung, waren auf jeden Fall die 4 Jahre Pause, die der gemacht hat. Und die schlechteste Leistung war die Auswahl von seinem Tonmischer bei seinem neuen Video. Wenn du dich nur einmal traust, eine Basketballline gegen mich zu bringen, dann bist du noch mehr Lauch als dein Aussehen.